kurz, wirkungsvoll und eingängig, dabei aber formvollendet und auf dem Zenit seines kompositorischen Könnens. Die Sammlung der 12 Orgelstücke Opus 59 stellen den idealen Einstieg in die Klangwelt von Max Reger dar. Ich selbst bin nach einer Kostprobe dieser Musik in Jugendtagen bis heute davon gefesselt. Reger setzt hier sehr wirkungsvoll alle damals technischen Möglichkeiten der Orgel ein, um ein Maximum an Kontrasten und verschiedenen Klangfarben zu erzielen. Vor allem die sogenannte Crescendo-Walze, mit deren Hilfe ganz schnelle und bruchlose dynamische Effekte erzielt werden können, ist hier ein wichtiges Mittel. In Regers Stück Gloria in Excelsis kommt sie vor allem im Anfangsteil mehrmals zur Anwendung. Thank you.
drei Titel aus der Sammlung werden in der Orgelwelt auch kleine Orgelmesse genannt. Es handelt sich hierbei um Vertonungen des Messtextes. Das soeben gehörte Gloria und das gleich folgende Benediktus haben gemeinsam, dass jeweils eine Fuge im Verlauf des Satzes vorkommt. Die Fuge als Weiterentwicklung des einfachen Kanons bringt ein musikalisches Thema in allen Stimmen, bei Reger bis zu 5. Das Thema der Fuge im Benediktus entspricht dem Osanna-Abschnitt des Messtextes. Man könnte den Text auch problemlos dazu singen. Als die große Orgel in der Glocke gebaut wurde, lebte Reger zwar nicht mehr, viele seiner Orgelwerke sind aber auf Sauerorgeln uraufgeführt worden. Bieten sie doch einen Klangcharakter, der als Inspirationsquelle maßgeblich für die Entstehung dieser Musik war. Somit ist diese Orgel hervorragend für die Wiedergabe seiner Orgelwerke geeignet. Thank you.
Sie hörten die große Sauerorgel der Bremer Glocke, gespielt von Felix Mende. Am Spieltisch assistierte Lea Suter, Tonmeister war Felix Epp.